Hallo und willkommen zurück hier auf Adobe Live für unseren zweiten Tag hier im Januar-Stream. Hallo. Hallo, hallo Johanna, wie geht's dir heute? Mir geht's gut. Ja, wie gut? Geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Bereit für diesen zweiten Tag, ganz gespannt, was heute passiert und wie wir sehen können hier auf Adobe Live. Wir haben ein volles Programm. Es sind wieder 2 Stunden mit der Johanna und ihrer Illustration dabei. Und dann um 12 Uhr kommt der Philipp Leibacher und aber auch die Greta Sennekamp kommen, von kurz gesagt, arbeiten beide heute. Also Greta wird auf die Illustration, die Philipp gemacht hat, anfangen zu animieren. Das wird auch sehr spannend. Und wenn ihr von kurz gesagt noch nicht gehört habt, googelt die. Die haben ja 7,5 Millionen Subscribers auf YouTube. Mhm. Ja, die machen so Kurz-Erklärfilme. Das ist ganz, ganz cool. Und dann um 2 Uhr ist die Chantal Horeis wieder mit uns und arbeitet auf ihre Illustration. Und der Gürel Şahin ist um 4 Uhr bis 6 Uhr mit seiner wunderbaren Fotografie wieder hier. Danke, Tim, für die Thumbs Up. Es scheint alles gut zu funktionieren heute Morgen. Yay. Und ich sage schnell Hallo allen im Chat. Oh, wow, das ist ja super lang. Ihr seid so viele schon im Chat. Aber der erste war Joachim und der war schon ganz bereit, ganz früh am Morgen. Und Joachim, du denkst, wir sollten um 9 Uhr anfangen. Ja, hey, wir könnten auch um 8 Uhr anfangen oder um 6 Uhr morgen. 24 Stunden Livestream. Ja, ich würde Johanna aufwachen. Ja. Um so gegen 4 Uhr vom Hotel abfahren. Warum und nicht? Dann, ja, kann und man dann, ja alles begleiten. Ja, kann alles machen. Guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass ihr alle wieder hier seid. Oh Mann, das ist eine lange, lange Liste hier. Die letzten hier, Thomas Böttcher ist auch wieder hier. Taubert Foto und Film. Tim, ja, genau. Auch der Tim sagt, um 9 Uhr, nee, da muss ich ja früher raus. Ja, nein, ja. Oder früher in den Keller runter. Ja, Tim. Okay. Johanna, ich würde sagen, wenn wir schnell wieder auf deine Webseite gehen vielleicht, ja, okay. Nur für die Leute, die dich noch nicht kennen, um ein kleines Panorama zu haben, wer du bist, was du so machst. Das Mikrofon sollte näher an dich kommen. Gucken wir mal, ob das jetzt besser geht. Aber ja, die Johanna saß ein wenig nach hinten. Und deshalb war es wahrscheinlich zu leise. Ja. Zu leise. Okay. Gucken wir mal, ob es jetzt gut geht. Ich gehe rüber auf deinen Monitor und klein da in die Ecke. Und ich kontrolliere hier mal, wie der Ton ist. Ob das funktioniert. Ja. Und du kannst schon weitermachen. Genau, also für diejenigen, die jetzt neu einschalten. Ich bin Johanna, ich bin freiberufliche Illustratorin aus Hamburg. Und ich zeichne hauptsächlich, würde ich sagen, Character, ist ziemlich farbenfroh und kann von digital über analog, ist da eigentlich alles dabei. Privat zeichne ich gerne, ja, wie hier irgendwie mit Aquarell oder aber je nachdem, wie es ein Job irgendwie verlangt, dann welches Medium da irgendwie gefragt ist. Hier. Und animierst, machst du auch diese Animated GIFs und so? Hier einfach diesen Ghost Hunting for Money, diesen Charakter, der für Geld kleine Geister huntet. Und da habe ich einfach gedacht, okay, jetzt mache ich dazu nochmal diese kleinen, super einfachen GIFs dazu. Also jetzt nichts groß Aufwendiges oder so, aber... Genau, und wie ich es gestern schon angedeutet habe, auch sowas in der Art würde ich jetzt machen im Stream, dass wir einen Charakter zeichnen und dann dazu wie so eine kleine Collage haben mit kleinen weiteren Illustrationen dazu, kleinen Elementen, die dem Ganzen ein bisschen so eine Background-Story geben und man jetzt hier in dem Fall über denjenigen erfährt, was er so für Gadget hat oder für einen Sidekick. Was braucht man denn als Ghost Hunter? Braucht man natürlich auf jeden Fall eine gute Taschenlampe. Ja, oder? Absolut, das Thingy, das Ghost-Catcher-Thingy. Genau. Ja, vielleicht kurzer Recap, was wir gestern gemacht haben. Mhm. Ich habe ja die Outline von meinem Sketch ausgearbeitet. Ich habe gestern dann
Vielleicht für diejenigen, die gestern dabei waren, vielleicht sieht es der ein oder andere. Ich habe gestern offscreen noch mal ein bisschen die Outlines da noch mal ein bisschen getweakt, da noch ein paar Sachen irgendwie verfeinert. Genau, also das noch so ein bisschen glatt gezogen. Und weil gestern ja auch einige Fragen kamen zu diesem ganzen Thema, wie ich überhaupt zu dem Sketch gekommen bin, und auch zum Thema Character, würde ich nämlich ganz gerne noch was zeigen. Ich habe nämlich von dem ganzen Sketch-Prozess, wie ich das gemacht habe, vor allen Dingen den letzten Part, den finde ich eigentlich ganz spannend, habe ich einen Zeitraffer und ich dachte, den könnten wir uns vielleicht mal angucken. Weil man da mich so ein bisschen strugglen sieht. Also so waren die Charakter am Anfang und dann also super lose irgendwie gescribbelt, dass ich zumindest erstmal die Komposition und die Pose habe. Und hier sieht man dann schon, dass ich versucht habe, in den Gesichtern ein bisschen einen stärkeren Ausdruck irgendwie zu kriegen, ein bisschen mehr was Kantiges. Das ist auch das, was ich immer so versuche irgendwie zu finden in meinen Charakteren. Chan hatte mich gestern darauf angesprochen, dass ihn das so ein bisschen so an Mulan erinnert. Also definitiv sind da irgendwie Einflüsse mit dabei, weil das auch so mit zu meiner Kindheit irgendwie gehört. Und genau, also das ist so diese eigentlich ist ja immer so der Sketch-Prozess, so dieser am Anfang, das ist ja immer so das Wichtigste, wo ich auch tatsächlich irgendwie am längsten brauche. Also genau, hier flippe ich dann. Da flippe ich dann mal die Köpfe, weil man, wenn man das flippt, sieht man dann super schnell, ob irgendwie auch schon mal nochmal was Falsches im Gesicht. Ja, also es ist immer so ein eigentlich so ein Try and Error. Aber wenn das dann einmal sitzt, dann kann man sich eigentlich auf den Rest, auf die Ausarbeitung konzentrieren und genau. Aber das ist so mein Prozess, dass ich da. Ich sehe, dass du auch mit den Glasses, den Brillen. Brillen gehen rauf, Brillen gehen weg und jetzt sind die Brillen nicht mehr da. Jetzt sind die nicht mehr da, genau. Ich hatte überlegt, passt das nicht? Genau, ich gehöre nicht zu den Illustratoren, die so super schnell da so gleich die perfekte Skizze irgendwie rein, sondern ich muss mich da wirklich irgendwie so Stück für Stück irgendwie reinarbeiten, dann zeichne ich da wieder drüber, lege das irgendwie in 20% drunter, zeichne da wieder drüber und wieder drüber, bis ich dann irgendwann mit dem zufrieden bin, wo ich sage, okay, das ist jetzt meine. Und die Amira fragt, hallo Johanna, mit welchem Programm und Tool zeichnest du deine Charakter? Unterschiedlich. Also das habe ich jetzt in Procreate gemacht hier, jetzt habe ich in Photoshop gezeichnet. Ich zeichne aber auch ist es ja völlig wurscht, jeder irgendwie so präferiert. Auch analog, genau. Aber eigentlich, so wie ich auch gestern schon gesagt habe, also starten tut das bei mir alles im Skizzenbuch und dann übertrage ich das, scanne das ein, fotografiere das ab und gehe in Photoshop und mache da irgendwie was. Und auch mit Adobe Photoshop Sketch auf dem iPad und auf anderen Tablets kann man auch diese Timelapses machen, kann man als Video exportieren, um zu zeigen, genau wie die Zeichnung kam. Genau. Also ich zeichne die Verfeinerung des Sketches mache ich dann meistens schon immer direkt am Tablet, wenn ich weiß, ich möchte danach, dass das finale Artwork, dass das auch digital ist. Und da ist man einfach auch irgendwie flexibler, da kann man auch mit dem Lasso nochmal irgendwie ein bisschen was versetzen, irgendwie Sachen. Also die Julia fragt mit, macht Astroparty Aufzeichnung oder wo kommt das Timelapse her? Das Timelapse kommt aus Procreate direkt, oder? Ja. Genau. Mhm. Aber wie gesagt, auch mit Adobe Photoshop Sketch kann man auch Timelapses machen, exportieren. Ja. Genau. Und ich tue jetzt die Johanna auf die Gemini Beta und dann bin ich und dann weggelockt. Ja, genau. Genau. Ja, und heute. Carina fragt noch schnell, wie lange brauchst du circa für eine Skizze in dieser Art? Das kommt drauf an, wie meine geistige Verfassung ist. Manchmal geht das super schnell, manchmal sitze ich da auch echt einen halben Tag dran oder ich muss es weglegen und am nächsten Tag irgendwie nochmal drüber schauen. Das hat ja auch immer so was mit Muse oder wie man sich auch gerade fühlt. Also das ist eh irgendwie beim Zeichnen ist tatsächlich auch so ein Thema, wenn ich das nicht fühle, wenn ich mich gerade nicht darin fühle, dann stehe ich auch auf, mache was komplett anderes. Wäsche oder spazieren und komme dann wieder nochmal und fange das an. Also sich zwingen, dann irgendwas weiterzuarbeiten, was halt irgendwie gerade nicht funktioniert, ist eigentlich, dann hat man nur so ein schlechtes Gefühl irgendwie dabei. Und genau,
Und je nachdem, ich weiß gar nicht, ich weiß tatsächlich nicht, wie lange ich an der Skizze, aber das war schon mal wieder weglegen, dann nochmal irgendwie sich ransetzen, nochmal drauf gucken. Genau. Mhm. Aber schon, also da können auch schon mal so 2 Stunden irgendwie drauf gehen, dass ich da sage, okay, jetzt mache ich nochmal. In Adobe Draw, in Adobe Illustrator Draw, Timelapse, da weiß ich nicht ganz genau. Vielleicht kann die Julia dazu was sagen. Ich weiß nicht, ob der Button da ist, um das zu exportieren. Draw hat auch Timelapse. Okay, super, danke. Genau, Ramon, so ist das. Der grobe Sketch war in Procreate gemacht und die Ausarbeitung aber definitiv in Photoshop. Genau, und jetzt sind wir wieder in Photoshop und da hat die Johanna ihr iPad angestöpselt am MacBook Pro und benutzt das iPad mit AstroPad Studio so als ein Grafiktablett. Und das kann ich auch wieder das hier anmachen, damit alle sehen können, was du da so machst auf dem Tablet. Ist gut. Genau, und ich würde jetzt heute ich hatte gestern dann zum Schluss angefangen, mir Farben zu suchen und hatte dann hier super grob und sloppy schon mal. Das mache ich immer, bevor ich sozusagen das alles fein auskoloriere und dass ich erstmal grob Farben verteile. Das sieht jetzt erstmal haarig aus, aber da bin ich dann einfach, dann kann man einfach so mit einem gewissen Abstand irgendwie schnell irgendwie gucken, passt mir das so, muss ich vielleicht nochmal Sachen tauschen, gehe ich nochmal mit der Farbbalance drüber, genau, da guckt man dann einfach nochmal, ob das schon so passt. Genau, und da mache ich jetzt weiter. Sehr gut. Ist die GoPro im Weg? Gerade noch nicht. Okay. Ansonsten melde ich mich. Okay. Let's fetz. Ja. Fetzen, das ist ein Wort, das ich auf Adobe Live gelernt habe. Fetzen? Sowas wie Let's go? Oder? Nein, fetzen ist einfach machen und... Fang an! Ja, fetzen. Ja, und natürlich das Replay von gestern schon auf adobelive.com, aber auch auf dem Adobe Deutschland YouTube-Kanal. Da habe ich eine Playlist gemacht mit den ganzen Videos von gestern, um zu sehen zum Beispiel, wie das alles angefangen hat, wie diese Textur in den Hintergrund kam mit den Brushes. Und ja, die Technik ist schon ganz, ganz cool. Und ja, und wie du eben das die Zeichnung gemacht hast mit den Photoshop-Brushes. Da kommt die Frage immer, da fliegen die Fetzen. Ah, okay. Adobe Live Fam, auf alle Fälle. Ah ja, Tim, das Replay-Tab fehlt, aber das ist noch auf der Homepage. Alles ist auf der Homepage. Rufus ist zufrieden. Es geht. Manchmal muss ich ja in der dritten Person reden, oder? Ach so, okay. Das geht doch auch, oder? dass wir uns hier nicht ganz alleine fühlen. Thomas H. meint, hübscher, wenn sie nicht mehr blau sind. dir auch, Ecki. Frohes Neues. Aber darf man das noch? Was ist das Datum jetzt? Darf man das noch am 16. sagen?
Frohes Neues, Johanna. Danke dir auch. Alexandra sagt, you go, yo. Kennst du Alexandra? Alexandra W. V. Ah ja, doch, kenne ich. Danke, Alex. Oh, Alessa hat bald Geburtstag. Sehr gut. Amira, es gibt nicht einen Channel für Adobe Live, aber es gibt den Adobe Deutschland Channel und da tue ich eben meine Playlists rein für alle Adobe Lives. Ja. Und letztes Jahr haben wir 240 Stunden Adobe Live gemacht, hier auf Deutsch. 240 Stunden. Da kann man lang gucken. Und weißt du, was auch immer lustig ist? Wir streamen ja 8 Stunden pro Tag für 3 Tage. Mhm. Schnell Mathe machen. Wie viele Stunden sind das? Oh Gott. 24 Stunden. Stimmt. Ja. Stimmt. Mhm. Das hast du nicht direkt am Anfang. Thomas Hadler, knallen gut die Farben. Ja. Thomas fragt, woher hast du die Palette? Ja, die Palette hast du gestern da angefangen zu machen. Genau. Ja. Ich packe die mir immer oben oder irgendwie so an die Seite, dann kann ich da das einfach immer schnell dann irgendwie wieder mir picken, muss die nicht immer wieder neu suchen. Genau. Wie so ein Mischkasten. Wie sagt man das? Doch, Farbkasten, doch, oder? Ja. Und Anzi Art, bei den Rucksäcken muss ich irgendwie an Pokémon Trainer denken. Da bin ich nicht bewandert. Aber ja. Okay. Ja, okay. Da wäre der Chan viel besser, über Pokémon zu reden. Ah ja, im Moment sieht es auch so aus, als ob sie weinen würde. Aber das ist nur, weil sie weint nicht. Ich kann das auch schnell ändern, falls es da irgendwen gibt, der... Und Saber. Ja, weg. Weg. Okay. Das habe ich jetzt hier die ganze Zeit auf dem... Thomas, das hatten wir eigentlich gestern schon geredet. Warum machst du das Filling eigentlich nicht mit dem Pinsel? Eignet sich hier das Fill-Tool nicht? Wenn auch quick and dirty. Ja, aber dann verliert man eben das... Ja, es ist nicht alles gefüllt. Ja, es ist, also jetzt in dem Stadium, wo ich gerade bin, wo ich jetzt einfach nur grob Farben verteile, wäre es mir tatsächlich jetzt schon zu aufwendig, das Lasso-Tool aufzuziehen. Und das hatten wir ja gestern noch, das werden wir dann später nochmal sehen. Also wenn ich dann wirklich das ausarbeite, dann mag ich das ja auch, dass es so ein bisschen, also dass da so ein bisschen auch der Hintergrund noch durchblitzt und ja, so. Und ja, auch K. Voldemort meint auch eben, das Füllen geht ja nur bei geschlossenen Konturen und eben. Genau. Stimmt. Chili sagt, sieht super aus. Danke. Noch mal nach den Hauttönen. Chan im Chat. Ja, Thomas, wie ich immer sage, es gibt da tausende Weisen, die Sachen zu machen. Und was wichtig ist, ist einfach so
die Weise zu nehmen, die ihr, die ja. am besten einem passt. Also auch wenn es manchmal ein wenig länger dauert, aber dann hat das hat schon einen Effekt auf den Stil, würde ich sagen. Ja, genau. Es ist tatsächlich, ja, spielt da immer so eine gewisse Gewohnheit mit rein oder. Aber auch. Ja, du hast recht, Thomas. Man kann das auf verschiedensten Weisen machen. Genau. Aber zum Beispiel hier sehen wir auf der Tasche zum Beispiel auch, es ist nicht alles gefüllt. Und das ist eben, was der Illustration diesen Charme gibt, dass die Farben nicht exakt und perfekt da liegen. Genau. Sind das deine Geräusche? Ja, wenn man so, bin ich zufrieden? Muss ich noch was ändern? Ja, aber ich glaube, so passt mir das jetzt erstmal ganz gut. Ja. Ja, die Johanna arbeitet gerade mit einem iPad. Das ist ein kleiner iPad Pro. Aber die neuen iPads mit dem Apple Pencil würden auch gehen mit dem AstroPad Studio. Und da gibt's verschiedene Versionen von AstroPad Studio. Eine für $30 für immer oder eine, das AstroPad Studio, das sind $12 pro Monat. Ja, so eine. Ja, genau. Mhm. So, genau, und jetzt habe ich hier mein grobes Color Blocking und jetzt würde ich anfangen, das zu übertragen und zu sagen, okay, ich bin damit jetzt eigentlich so irgendwie erstmal ganz zufrieden. Und jetzt, genau, fange ich das im Detail sozusagen, gehe ich da jetzt hin und. Stell mir gerne Fragen durch. Ja, Carina sagt, ich finde es oft schwierig zu entscheiden, ob die Outline Teil des Bildes werden soll oder ob mehr mit Licht und Schatten, aber ohne strenge Outline gearbeitet wird. Wie geht es euch dabei? Ja, natürlich kann man auch mit Linien Licht und Schatten machen. Genau. Also größere Linien, dickere Linien und dünnere Linien. Hier sind die Linien alle ziemlich, dieselbe Größe, ja. Genau, ja. Das Licht kommt wahrscheinlich später rein. Oder vielleicht auch nicht. Nee, ich bin, okay. Also ich bin, bei mir ist, genau, ich, es ist ja im Prinzip am Ende dann so eine Style-Frage, packt man da jetzt noch Licht rein und gibt dem noch eine ganze, irgendwie noch eine Lichtrichtung, aber bei mir ist, genau, eigentlich ist immer alles sehr, sehr flach. Also ich mag das, wenn das eigentlich super reduziert dann ist. Und Amira fragt, hey, warum hast du unter Ebenen Art eingegeben? Wo ist Art? Ah, Art. Ah, da oben, da im... da hier, da steht Art. Was ist das? Ah, das ist, die Art der Ebene, ja, okay. Genau. Die Ebenen, ja. Weil die kann man auch durchsuchen, die Ebenen. Mhm. Ah, okay. Nutze ich tatsächlich nie. Ja, das hat nichts mit Art zu tun. Das ist die Art der Ebene. Das ist richtig, Thomas. Thomas Benner, der Live Paint in Illustrator könnte man auch benutzen. Aber dann gibt es halt ein anderer Stil. Hm,
Max B. meint, arbeite eher mit Bewegtbild, aber wenn man zusieht, bekommt man richtig Lust, sich ein neues Hobby zuzulegen. Ja. Hey, Zeichnen sollte ein Hobby für jeder sein. Ja, es ist ja auch irgendwie so eine Art, so eigentlich ziemlich meditativ. Also man kann dabei eigentlich super auch über andere Sachen irgendwie so nachdenken. Mhm. Und ich höre überhaupt, ich höre deine Stift nicht auf die... Weil wie der aufkommt. Manche Streamer hört man wirklich das tick, 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 ja, tock, 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 tock auf das mit dem Apple Pencil auf den iPad. Ja, da bin ich einverstanden. Ramon, Illustrator wäre für diese Art Illu zu clean. Ja. Ja. Mir geht das auch immer so, warum ich Photoshop tatsächlich bevorzuge. Zum Zeichnen ist, man hat da irgendwie so ein bisschen mehr, man benutzt auch ein bisschen mehr so den Körper, also die Striche, die kommen so aus dem Handgelenk oder aus der Schulter. Und in Illustrator, setzt du ja Punkte und Vektoren und Pfade. Und ich mag das eigentlich, dass das so eine, ich brauche so diese Dynamik, also dass da so ein Strich irgendwie so aus so einer Dynamik heraus irgendwie entsteht. Ja, und ich wollte noch schnell über die Adobe Creative Residency reden, weil das haben wir wieder angefangen für ein neues Jahr. Die Adobe Creative Residency ist ein Programm, das wir hier bei Adobe haben, das eben Kreativen erlaubt, auf einem Traumprojekt für ein ganzes Jahr zu arbeiten, ohne Kummer, sagen wir mal so, weil Adobe für ein ganzes Jahr alles zahlt, die Reisen, eben auch die Zeit für das Projekt. Und das fängt wieder an. Dieses Jahr haben wir in Deutschland zwei Creative Residence. Eine ist die Laura Zalenga mit Fotografie, die hat ein super, super Projekt, wo sie ältere Leute fotografiert und eben, das heißt The Beauty of Age, und wo sie eben die Schönheit des Alters zeigt in ihren Bildern und auch in ihren Geschichten, die mit den Bildern zusammenhängen. Und die Nadine Colozzi, die macht ganz tolle Sachen mit so 3D-Sachen, so Skulpturen, durch die man laufen kann, und macht auch ziemlich viel Experimente in Augmented Reality. Und ab 7. Januar hat es wieder angefangen. Also wir suchen neue Creative Residents. Dieses Jahr suchen wir wieder natürlich in Nordamerika ein Creative Resident wieder in UK. Da haben wir dieses Jahr hatten wir die Isabel Lee, die auch ganz tolle typografische Projekte gemacht hat in diesem ganzen Jahr. Das dauert noch ein paar Monate oder so. Die sind noch nicht fertig, natürlich, aber wir suchen schon die anderen, die neuen. Und neu dieses Jahr ist, wir suchen auch einen Creative Resident in Japan. Also es wird immer größer, das Projekt wird immer größer. Aber wie gesagt, Deutschland ist wieder auf der Liste und wir suchen zwei Creative Residents mit einem coolen Projekt, auch hier in Deutschland. Ich zeige euch schnell ein kleines Video, wenn ihr möchtet. Also ich zeige es einfach. Und gucken wir mal schnell dieses Video an. You never know what you're going to get or not if you don't try. The Adobe Creative Residency is a career Kickstarter. You get a year to spend it making your dream into a profession. The experience of actually being able to do this project is a little magical, I think, because you're getting the chance to do something that you know otherwise would have been impossible or very, very, very hard to do. And I can also use it as a first step into like a new world for my work. You're not in this alone. It's such a crazy experience, but to have sort of a very real and very diverse support group is really refreshing.
Adobe said, whatever you're pitching to us, make sure it is something you're going to do, even if you don't get the residency. And that, to me, showed me like how much Adobe really believes in creativity. They're looking for people who are pushing the boundaries of their field. So if you're not sure whether your work fits, then it's probably really, really appropriate for this residency. You have something that you're already passionate about, go for it. The program wants to grow and reach more people and more creatives, so please apply. And I hope to see you next year as one of the residents. Peace. So, naja, es fängt wieder an. Also, ich freue mich super, eben neue Projekte zu sehen, neue Bewerbungen, können alle mitmachen. Das Wichtige ist natürlich, ein spannendes Projekt zu haben, eine spannende Idee für ein, auf der man ein ganzes Jahr arbeiten kann. Ups, was habe ich da gemacht? Ja, und danke Tim, da ist der Link mit allen Informationen für die Adobe Creative Residency auf Deutsch. Und wird oft gefragt, ja, aber ich bin in Österreich oder Schweiz. Leider funktioniert das im Moment nur so, weil ein Creative Resident ist effektiv fast angestellt von Adobe für ein ganzes Jahr. Okay. Und deshalb können wir das im Moment in Deutschland machen, nur in Deutschland, weil wir da das ganze System gemacht haben. Aber natürlich, Österreicher und Schweizer sind natürlich willkommen, wenn sie in Deutschland wohnen. Hallo Sabine, leider verspätet. Hey, ja, da ist schon ganz schön viel passiert in den letzten 32 Minuten. Und, Laura Zalenga, die ihr im Video gesehen habt, die wird am Donnerstag, also morgen, schnell vorbeikommen, um Hallo zu sagen. Und wenn ihr da noch Fragen direkt an sie haben, dann, ja, seid dabei. Die kommt um 10 Uhr morgen vorbei. Zusammen hier mit Johanna. Oh, Ecki. Meine Bewerbung ist raus. Super. Aber ja, wie gesagt, es gibt noch viel Zeit, um sich zu bewerben. Es ist wichtig, sich die Zeit zu nehmen, die Bewerbung wirklich interessant zu machen und komplett. Ich bin an gute Ideen interessiert. Also so Bewerbungen wie, okay, ich will auf der ganzen Welt rumreisen und fotografieren von Namibien nach Neuseeland und dann schnell durch Thailand und mache super Fotos und das ist mein Projekt. Das ist für mich nicht ein gutes Projekt. Das reicht dir nicht. Das reicht mir nicht. Amira fragt, Johanna, wie hast du die Outlines in den Hintergrund gelegt? Die Outline, die liegt hier eigentlich bei mir auf oberster Ebene, hier in dem, und dann zeichne ich sozusagen dahinter, also, genau, und das hatten wir ja gestern auch schon das Thema, ich habe eigentlich für alles immer so einzelne Ebenen. Also, dass ich, wenn ich später irgendwie feststelle, der Hautton, der gefällt mir noch nicht so gut, da gehe ich nochmal, lege ich nochmal eine Ebeneinstellung drüber und eine Farbbalance. Deswegen trenne ich das eigentlich immer alles. Mhm. Und die Outline liegt dabei immer auf oberster Ebene und kolorieren tue ich immer alles darunter. Genau, die Ebene hat einen Blending Mode. Genau. Ups, jetzt bin ich auf der falschen. Hörst du Musik, wenn du arbeitest? Oder? Ja.
Redest du mit dir selbst? Ich höre Musik, ich höre auch super gerne Podcasts. Also das meinte ich irgendwie, man kann da super schön irgendwie so über andere Sachen nachdenken und beziehungsweise auch die Zeit nutzen, so andere Sachen irgendwie nebenbei zu lernen. Also deswegen auch so Podcasts oder auch Adobe Live. Adobe Live, man kann das super gut irgendwie, vor allen Dingen, also so lang, nicht im Sketch-Prozess, aber in der Ausarbeitung, dann kann man das Gehirn dann auch gerne, das driftet ja dann sowieso irgendwann ab und dann hat man so zwei Sachen, die mit einmal, du kannst das lernen und kannst nebenbei was zeichnen, das ist eigentlich optimal. Ja, Tim sagt richtig, die Bewerbung muss auf Englisch sein, weil die wird natürlich auch in Amerika angeguckt. Ich bin dann auch im Interview-Prozess dabei und treffe dann die Future Residents. Es ist halt die Ideen. Die Ideen sollen spannend sein. Und es soll auf alle Fälle ein Projekt sein, das über ein Jahr gehen kann. Also wo ihr dann nicht dann nach zwei Monaten denkt, das... Es braucht also genug Futter, wo man sagt, ja, man genau, kann ja irgendwie... Ja, genau, ja. Und eine andere coole Sache mit der Creative Residency ist, du kriegst Creative Cloud for life. Ehrlich? Ja. Ja. Fürs Leben. Ja, das Einfärben ist immer das Meditativste. Ja, total. Da. Robert fragt, bleibt das Filling so unsauber? Ja. Ja? Ja. Was ist der Stil? Ich mag das total gerne. Bitte. Ja, geht euch Johannas Webseite oder Instagram angucken. Die Illustrationen sind so, das ist ihr Stil. Ja, schöne Textur. Genau, das ist halt auch gerade das, weil ich nicht mit Licht und Schatten arbeite, gibt das dem Ganzen dann aber noch so ein bisschen mehr, also ne, dadurch, dass es nicht zu perfekt auskoloriert ist, gibt das dem Ganzen noch so ein bisschen mehr Haptik. Von daher. Ja, Jennifer, tolle Website, tolle Arbeiten, sogar animiertes. Ja, genau. Und wie hast du die GIFs gemacht? In Photoshop? Ja, oder? In Photoshop. Genau. Einfach, ja, mit Animation-Tool. Genau, da ja. ist ja hier in, was ist denn? Fenster, unten Zeitleiste. Ja. Und dann, dann animieren. Genau. Ganz super, super simpel. Genau. Ups. Das wollte ich nicht. Wir hatten ja gestern auch so das Thema Quereinsteiger oder da war ja auch jemand dabei, der irgendwie gesagt hat, ich studiere, ich bin da irgendwie unglücklich und überlege, ob wir da irgendwie wechseln. Und genau, und ich wollte dazu noch sagen, also so ein kleines bisschen Mut machen, weil ich immer denke, dass
Also aufgrund dessen, weil ich selber Quereinsteigerin bin, denke ich, dass irgendwie so die wichtigsten Sachen, die man eigentlich so braucht, sind eigentlich so Neugierde und so eine Passion für so eine Sache. Und auch, dass man sich eingesteht, dass man einfach sich für bestimmte Sachen interessiert. Also jetzt so vor allen Dingen im Bereich jetzt so Illustration, wenn man sagt, hey, ich stehe total auf Creatures oder ich stehe auf so cute Sachen oder auf Fashion, dann ist das ja eigentlich immer schon ein ganz gutes Zeichen und auch ein ganz guter Anhaltspunkt, wo man sagt, da tauche ich jetzt ein und beginne mich damit zu beschäftigen. Und genau, ich habe jetzt auch selber angefangen, einen Online-Art-Kurs zu machen über Schoolism. Kennst du die? Nein. Gar nicht? Nein. Ich habe da jetzt so eine Einjahres-Abo und kann da sozusagen alle Kurse machen bei dir. Okay. Und die haben halt von Digital Art über Licht und Farbe, über Watercolor, über figürliches Zeichnen und genau. So also, wie Udemy und oder LinkedIn Learning. Genau, sowas. Und genau, also bei mir ist das ja auch immer noch eine konstante Weiterentwicklung und auch so eine Selbstfindung. Und ich habe ja auch Phasen, wo ich irgendwie denke, okay, jetzt komme ich langsam an den Punkt, dass ich mich wohlfühle mit meinen Illustrationen. Und dann gibt es wieder Phasen, wo ich denke, okay, das ist irgendwie noch nicht ganz rund. Mir fehlt da einfach irgendwie noch Wissen. Und, ja, also Lernen hört nie auf. Genau. Und Amira fragt, animierst du Zeichnungen nur in Photoshop oder auch manchmal in After Effects? Ich habe jetzt letztens erst angefangen, mich ein bisschen in After Effects rein. Aber das ist so ein komplett anderes Mindset. Total, das ist ja. Also ich wünschte, ich könnte das. Ich finde das auch total toll, wenn Illustratoren ihre eigene Zeichnung dann sozusagen noch in bewegt. Das gibt dem Ganzen auch nochmal, das ist dann auch nochmal was anderes. Und ich wünschte, ich könnte das, beziehungsweise ich suche gerne immer Leute, ich habe das auch schon gemacht, eine Kollaboration dass ich dann eine Illustration gebe und jemand anderes das animiert. Also wenn da jemand dabei ist, der Bock drauf hat, ich bin da voll dabei. Also ja, genau. Kollaborationen kommen viel aus Adobe Live raus. Ja. Gerne. Wie heißt das Training nochmal, sagt Marco? Schoolism? Schoolism. Schoolism. School und dann Ism. Schoolism. Hatte ich noch nie gehört. Thomas Benner meint, die hellblauen Linien auf dem Rock sehen toll aus. Viele Liebe zum Detail. Ja, für diese Videotraining war hier ja in Österreich für den deutschen Sprachraum war Video to Brain. Mhm. Kanntest du das? Nee, okay. Video to Brain wurde dann von Lynda.com gekauft. Lynda macht ja auch diese Kurse online. Mhm. Und dann wurde Lynda.com von LinkedIn gekauft. Okay. Dann wurden die Kurse LinkedIn-Kurse. Und ich glaube, Microsoft hat LinkedIn gekauft. Deshalb, ja. Ich wusste gar nicht, dass es bei LinkedIn, dass es da Kurse gibt. Ah ja, auch sehr technische Kurse über die Programme und so. Ah, okay. Also ich dachte eher, also ich hätte mir jetzt eher so vorstellen können, so business-orientiert. Ramon meint, Schoolism ist sehr zu empfehlen. Habe ich auch schon ausprobiert. Cool. Ah, und Bobby Chu und Kai Acedera von Schoolism waren auch schon bei Adobe Live in den USA. Ah, und auf der Max. Okay. Das Wort ist eigentlich nicht in meinen Kopf reingekommen. Adobe Max ist unsere Riesenkonferenz. Die Adobe-Konferenz, die kreative Konferenz. Da waren dieses Jahr 14.000 Kreative aus der ganzen Welt dabei. Ich habe das auch so ein bisschen verfolgt.
Jetzt wollen sie alle Microsoft kaufen und Adobe. Und das coole Sim gucke ich mir Sascha mal an. Ja, also es sind ja auch krasse Leute, die da Kurse anbieten, Leute, die bei Pixar arbeiten und Character Designer, die bei Pixar arbeiten und da einen Kurs zusammenstellen. Und es gibt ja auch verschiedene Modelle. Du kannst da auch dir einen Mentor dann, wenn du ein bisschen mehr zahlen möchtest, dann kannst du da auch dort drüber über die dann einen Mentor bekommen. Ah, das ist cool. Genau, und da gibt es aber auch eine riesen Community, dass du, ich glaube, über eine Facebook-Gruppe, ich weiß es gerade nicht genau, wo man dann einfach seine Sachen hochlädt und dann kriegst du über diese Community dann ein Feedback von Leuten, die auch gerade diesen Kurs mitmachen. Mhm. Also es ist, genau. Sehr cool. Die Größe des Pinsels ist immer die gleiche, oder? Nee, also ich nehme für die Outline, habe ich jetzt hier... Aber fürs Einfärben meistens. Das Einfärben? Ja, versuche ich schon, dass eben diese Flicken relativ ähnlich groß sind. Genau. Das ist nicht zu stark variiert. Es sei denn hier wie an solchen kleinen Stellen, da mache ich das dann mal ein bisschen kleiner und so fein, dass ich dann da auch irgendwie reinkomme. Ja, mit diesen Online-Kursen, ja, fehlt die Zeit immer. Also ich habe mich auch da bei Masterclass, habe ich ein Abo genommen für ein Jahr. Mhm. Aber ich komme nie dazu, mir das anzugucken. Ich habe jetzt so ein bisschen den Druck, sag ich mal, weil das nach einem Jahr abläuft. Mhm. Ich denke, oh, das Jahr, das will ich jetzt nutzen. Ich möchte da irgendwie so viel möglich irgendwie mitnehmen. Ich glaube, wenn das jetzt unbefristet wäre, dann würde ich auch denken, ich habe ja Zeit. Kann ich auch später machen. Aber so mit diesem einen Jahr, jetzt ist schon ein Monat bei mir abgelaufen. Mhm. Ich kam noch nicht so viel dazu, wie ich mir das erhoffe. Aber da setzt sich schon langsam so das schlechte Gewissen ein. Das ist okay, die nächste freie Minute muss ich jetzt irgendwie drehen. Hallo Eva. Eva war bisher im Background, hat alles verfolgt, aber ist jetzt im Chat. Hallo Eva, willkommen in die Adobe Live Fam. Hast du gesichert? Ja. Ja, ungefähr, ich würde sagen, ein Viertel, ein Drittel von euch sind im Chat, die zugucken. Mhm. Ja, viele gucken zu und kommen überhaupt nicht in den Chat. Es wäre doch cool, Hallo zu sagen. Alle Lurkers, kommt rein in den Chat und sagt Hallo. Ich will alle neuen Namen hier drinnen sehen. Marin fragt, was ist ein Lurker? Ja. Eva, die gerade rangekommen ist. Liebe Johanna, ich bin gerade in der Anfangsphase, mehr im Pattern-Design, aber mich würde interessieren, ob du schon immer in deinem Stil illustriert hast oder wie hast du... Da kommen jetzt alle Lurker rein, warte. Stil illustriert hast oder wie hast du deinen Stil gefunden? Viel ausprobieren? Ja, tatsächlich.
Ich glaube, das ist so ein stetiger Prozess, dass man immer wieder durch viele Zeichnen, durch viel, dass man da, ich schaffe es nicht jeden Tag, aber ich sage es mal täglich, dranbleibt, entsteht da so ein, man findet dann also irgendwie so seine Comfortzone, wo man sagt, da fühle ich mich wohl, beziehungsweise genau, ich sauge halt eben auch viel auf von anderen und sehe dann halt, was gefällt mir, was kann ich irgendwie adaptieren oder auf meine Sachen irgendwie so um. Genau. Aber es ist eigentlich so ein stetiger Prozess, wo ich auch, da würde ich jetzt denken, ist es spannend, in einem Jahr das sich irgendwie anzugucken, ist es dann schon wieder weiter? Ja. Bin ich da immer noch? Oder? Und da sind ganz viele neue hier im Chat, sagen Hallo. Der muss auch dabei sein. Hallo Toni, hallo Robert, Thomas, Daha. Jacqueline Hyde ist aber kein Lurker. Ilia, Alexa. Alexa darf man nicht sagen auf dem Live. Sonst gehen in den ganzen Häusern die Alexas an. Geht hier komplett das Licht aus. Alexa. wo sind wir hier? Marlo, Marianne, Florian, Cori. Wow, ihr seid so viele Lurkers. Cool, dass ihr vorbei im Chat kommt. Wenn ihr Fragen habt, sind wir hier. Ja, bitte löchert mich. Marie-Louise fragt dich, wie viele Stunden pro Woche verbringst du mit Zeichnen? Viel. Also da das mein Job und Hobby ist, viel. Also ich habe es gestern auch erzählt, ich kann mittlerweile schon gar nicht mehr einen Film oder eine Serie einfach nur so schauen, sondern ich muss dann meistens immer nebenbei auch was zeichnen. Wenn ich dann nur dieses da sitzen und gucken, das langweilt mich dann schon. Und dann nebenbei zeichnen ist dann für mich auch schon so eine Ablenkung oder so ein Ausgleich. Genau, aber ich mache es auch nicht jeden Tag. Also so wie ich auch vorhin schon gesagt habe, ich fühle mich nicht jeden Tag danach. Und dann zwinge ich mich auch nicht, da irgendwie dran zu bleiben. Ich glaube, ich könnte da auch konsequenter sein, aber... manche schaffen das ja, dass sie, da gibt es ja auch diese Projekte von diesen 365 Tagen zeichnen, dass man jeden Tag irgendwie. Ja. Ich glaube, da würde man, wenn ich das machen würde, käme ich auch viel schneller. Ich glaube, da merkt man super schnell einen Fortschritt. Aber ich brauche auch manchmal irgendwie so einen Abstand. Aber ich merke schon, wenn ich allein 2 Tage nicht gezeichnet habe, dass ich das total vermisse und dass ich da irgendwie wieder einsteigen muss. Ah, Anastasia ist am Arbeiten, lasse mich hier aber immer wieder schön ablenken, ja. So, Chukwilicious sagt, liebe Grüße an Johanna. Ich freue mich schon auf dieses Bild fertig zu sehen. Cool. Grüezi, Patrick. Patrick ist wieder dabei. Wir haben noch immer nicht rausgefunden, ob Grüezi, wie ich sage, ein Schweizerdeutsch ist oder ob das auch in Bayern gesagt wird. Oder vielleicht auch eher so Österreich, dachte ich jetzt gerade, oder? Ich dachte, Grüezi ist wirklich Schweizerdeutsch. Schweizer. Bist du. Toni, Johanna, du machst das super. Liebe Grüße aus Hamburg. Ja, Eliza. Hallo Rufus, Eliza. Ist ja lustig, dass ihr auch eine Alexa im Studio habt. Ja. Moretea aus Berlin, moin. Ja, ich weiß nicht, Eki. Ich weiß nicht. Zuschauer gehen hoch und runter. Die Adobe Live Family kommt rein, geht raus. Eva, ich finde deinen Illustrationsstil super, sehr persönlich und emotional. Dankeschön. Und die Frage. Und Miley de Janine fragt dich, wenn man so viel zeichnet, hat man dann noch Spaß dran? Oder ist es irgendwann, irgendwann leid? Ich glaube, das ist bei mir eher so umgekehrt. Je mehr ich zeichne, desto mehr Spaß macht es. Fast wie schon so eine Sucht. Und Ulrike fragt dich, kannst du gut parallel deine eigenen Zeichenprojekte und Kundenaufträge vorantreiben oder pausierst du
bei den eigenen Projekten, wenn ein Kundenauftrag viel Zeit benötigt. Ja, also tatsächlich. Also wenn ein Job ansteht, dann mache ich das hauptsächlich und kümmere mich darum. Genau, und kann dann entweder zum Feierabend oder zum Wochenende hin, also selbst am Wochenende, das sehe ich dann schon als Ausgleich, wenn ich dann meine eigenen Sachen irgendwie zeichnen kann. Und dann aber beim Freelance-Sein, das ist ja, ne, das ist ja immer so eine stetige Kurve, mal ist viel zu tun, mal ist weniger zu tun, und dann die Zeit, wo halt weniger zu tun ist, die nutze ich dann halt für meine eigenen Sachen. So. Und Patrick sagt, ja, Schweizerdeutsch. Bayern, sagt man nicht Servus in Bayern? In Bayern kein Grüezi, okay. Schweizerdeutsch. Oh, danke Sven, sogar die Wikipedia-Seite für Grüezi. Veronika, hi, Anna, die Julia, okay. Frage an die Julia. Die reden da zwischen... Untereinander. Und Christian fragt jetzt, arbeitest du von zu Hause oder hast du ein Büro? Ich habe meinen Schreibtisch zu Hause sozusagen. Das ist mein Zuhause und mein Büro zusammen. Mhm. Genau. Hat den Vorteil, man hat kurze Arbeitswege. Ja. Es gibt aber auch Zeiten, wo dann der Tag vorbei ist und ich habe gemerkt, ich bin noch gar nicht rausgegangen. genau, aber ich arbeite von zu Hause aus. Ja, Thomas Böttcher meinte auch, er hat lange, lange Jahre nicht mehr gezeichnet und das war ein großer Fehler. Erst jetzt merke ich wieder, dass es eigentlich meine Berufung ist. Aber auch da denke ich, ist es eigentlich nie so spät, da irgendwie anzufangen. Mhm. Also egal in welchem Alter oder in welcher Lage. Und unser Freund Thomas Benner aus Austin, Texas, 4 Uhr morgens dort, Zeit fürs Bett, zum Glück. Also gute Nacht, Thomas Benner. Danke, dass du dabei warst. Bis 4 Uhr morgens. Anja fragt, hey, tolle Ilu, hast du vielleicht Tipps für alle, die erst beginnen, Personen, Menschen zu zeichnen, um Proportionen etc. zu üben? Okay, warte, lass mich kurz nachdenken. Ich würde sagen, raus, zum Beispiel ins Café setzen, Skizzenbuch mitnehmen, Leute abzeichnen oder Aktzeichenkurse. Oder Referenzen sich suchen, bei einem Film pausieren und da schnell das irgendwie abskribbeln. Ja. Oder von gute Fotografien, Idee auch, ja. Genau, Fotografien oder genau da. Und ansonsten eigentlich tatsächlich wahrscheinlich erstmal anfangen so mit den Basics, also wie so anatomische Basics, dass man sich da guckt. Wie ist denn der Körper irgendwie so überhaupt aufgebaut? Wie funktioniert das, dass man das irgendwie erstmal so durchsteigt, um dann Sachen auch zu abstrahieren? Also auch beim Character Design, bei mir ist das ja noch relativ dezent. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel aufs Gesicht gehe, also die Ohren sind ja hier viel größer, die Augen sitzen weiter oben, der Mund ist relativ weit unten, das ist ja keine realistische Illustration. Man kann das ja aber auch noch übertreiben, dass man sagt, ich überspitze das sogar noch mehr und ich abstrahiere das noch mehr. Aber erstmal so die Basics, also dass man es erstmal versteht und dann kann man das nach und nach irgendwie vereinfachen. Genau. Aber für den Start würde ich sagen, sich Referenzen suchen und das auch mit was Spaßigem verbinden. Rausgehen, sie einen Kaffee setzen, bestell den Kaffee und ein leckeres Stückchen Kuchen und skribbel Leute ab und genau. Der Chan hat eine Frage hier in der Runde. Also alle Lurkers, alle, die hier im Chat nur zuhören, schnell in den Chat rein, weil der Chan hat eine wichtige Frage für euch. Mal so eine Frage in die Adobe Live Farm Runde. Was haltet ihr davon, wenn wir zukünftig Sessions für Extra-Einsteiger und Profis anbieten würden?
Ja, das sind gute Antworten hier. Es kommt einige meinen ja, andere haben das super gern, eben nur zuzugucken, wie Leute arbeiten. Ah, merkwürdig, ich hätte mir genau diese Farbe für die Tennis-Ding da hast du dir gewünscht? Vorgestellt, ja. Gutes Feedback, Ulrike. Ja, das habe ich auch gern. Ich finde es gerade gut, dass das Publikum gemischt ist. Wer professionell mit Adobe-Programmen arbeitet, der nimmt andere Infos mit als ein Einsteiger, der sich durch das Zuschauen einen Eindruck verschaffen kann. Gutes Feedback. Habe ich gern. Amira fragt, Johanna, hast du Illustration studiert? Nee, ich bin Quereinsteigerin. Ich habe Innenarchitektur studiert und habe mich da sozusagen durch eigene, ja, durch Praktika. Also ist dein Haus ganz innenarchitekturell perfekt? Oh, ich glaube, das ist wie bei diesem Sprichwort, der Schuster hat die. Ah, okay. Aber ich bin ziemlich, ich glaube, das ist durch Studium gekommen, ziemlich getriggert, was meinen Arbeitsplatz angeht. Also, dass ich den halt so komplett einrichte, wie ich das irgendwie brauche und da irgendwie auch Wert drauf lege. Ich mache das nochmal rückgängig. Werk sagt, und wir hatten eine tolle Zeit mit dir hier in der Agentur, Johanna. Ich hatte auch eine ganz tolle Zeit mit denen. Ja, Phil, da bin ich auch. Ja, finde ich auch ein gutes Feedback. Ja, ich habe das Gefühl, dass für den absoluten Einstieg genug Ressourcen online sind und ja, dass man hier eigentlich nicht mehr erklären muss, was Ebenen oder Masken sind. Tipps nimmt man ja auch so in jedem Stream mit. Ja.
Aber so sind die Farben in einer Tennissache nicht. Was sind die Farben einer? Die Farben. Sind die so nicht? Nein. Wie sind die? Die sind... Nur gerade? Ja. Müsste ich das jetzt eigentlich ändern, ne? In meiner Fantasie sieht das so aus. Okay. Wollte nur sagen. Hauptsache, der Ball geht nicht durch. Genau. Was ist die dickere Linie? Auch in meiner Fantasie, oder? So eine Verstärkung, okay. Das braucht doch bestimmt irgendwie so eine extra, extra okay. Halt das im unteren. Das ist Johanna Tennis, okay. Okay, kein Problem. Trent Rufus, der Kritiker. Ja, du Kritiker. Ja, ja ich muss sagen, aber ja. Wie heißt das eigentlich, die Racket auf Deutsch? Die? Tennisschläger. Schläger, natürlich. Andreas, der Querstreifen in dem Schläger ist eine Verstärkerung. Also zumindest zu 50% richtig. Ah ja, Elissa, das ist das Streifen, mit dem man den Ball treffen muss. Ja, ja. Erst dann gibt's 100 Punkte. Amira, wie hast du das Netz gemacht, um gerade Linien zu... Also erstmal habe ich den Pinsel auf... warte, wo ist meine Maus? Wo ist meine Maus? Erstmal habe ich bei der Formeigenschaft jetzt habe ich sogar noch aus den Zeichenstiftdruck ausgestellt, dass die Linie eine durchgehende Stärke hat. Und dann kann man über, wenn man eine Linie zeichnet, ne, dann ist das ja immer so. Aber wenn du Shift gedrückt hältst, dann sozusagen kannst du gerade von Punkt zu Punkt gerade Linien ziehen. Genau. Aber ich mache jetzt hier den Druck wieder an. Andreas, ja. Alex, das ist ein iPad Pro 2016 haben wir gesagt, mit dem Apple Pencil und ja, das ist das Hardware. Vielleicht hätte ich was essen sollen. Der Magen knurrt. Ja. Hatte dir ein Stückchen Mandarine angeboten? Ja. Ich habe nein gesagt. Das ist jetzt die Lücke, die du im Bauch hast. Ja. Ja, das haben wir, Phil, das ist auch eine gute, also eine extra Einführung am Montag. Das haben wir schon angefangen in Amerika.
Da macht mein Kollege Paul Trani am meisten so Tutorials am Montag, so um das Publikum ein wenig zu präparieren auf die Woche. Das haben wir dort schon getestet. Kann auch eine Lösung sein, ja, dass irgendein Expert am Montag so eine oder zwei Stunden Stream macht und in die Programme ein wenig geht und erklärt. Immer mehr Detail. Und so könnt ihr euch die Johanna vorstellen in ihrem Habitat, wie sie da alleine in ihrem Homeoffice arbeitet. Können wir alles beobachten. Dass ich da meistens mit irgendeinem Hoodie sitze oder die Freelancer-Kluft. Ja, ASMR Rufus wieder am Start. Kategorie von. Da habe ich. Amira fragt: fragt dich Johanna, bei den Wangenflächen hast du den Pinsel aber anders eingestellt, oder? Einfach nur größer, größer gemacht. Genau, also das ist jetzt hier eigentlich tatsächlich ziemlich easy, weil ich überhaupt gar nicht den Pinsel irgendwie wechsle, sondern ich mache das alles mit einem. Und okay, wir müssen alles stoppen, da Ecki holt gerade Kaffee. Also, okay. Stopp. Genau, nee, ich mache das alles mit einem Pinsel und genau für die Wangen habe ich den jetzt größer gezogen und dann auch die Deckkraft ein bisschen zurückgenommen. Genau.
Also Stefan, wir haben doch für jede Programme irgendwie die Minimum Requirements für die Maschinen. Ich glaube, das möchten wir ungern machen, um sagen, um Photoshop zu benutzen, brauchst du eine oder was sonst, Windows, Mac oder dieses CPU oder RAM. Ich habe es eigentlich ganz gern, dass wir sagen, was ist das Minimum, das du brauchst? Und natürlich Leute mit älteren Computern, 2008 oder vor 10 Jahren, natürlich, die waren anders, die Computer, und da fangen die Programme ein wenig an, langsamer zu sein. Aber das ist für jedes Programm, haben wir das im Help-Menü, was die Minimum Requirements sind. Das kann man auch rausfinden, ja, bevor man es installiert oder die Creative Cloud abonniert. Oh, Nanne. Hallo Johanna. Here are Nanne and Frederick from Montreal. We are your biggest fans from across the ocean. Das glaube ich Ihnen sogar. Meine Schwester. Ah! Die ist in Montreal. Die lebt in Montreal, genau. Aber dann sind sie ja früh aufgestanden. Ja, nein, ja, ja, ja. Oh ja, Montreal, das ist, ja, vor 6. Ja. Haben sie einen Wecker hingemacht und ja. Johanna wollen wir nicht verpassen. Ja, für Thomas Banner war es ja 4 Uhr morgens, da ging es ins Bett. Die beiden sind jetzt früh auf. Ja. Der Christian fragt dich, Johanna, wie kommst du zu neuen Auftraggebern? Machst du das aktiv? Machst du aktiv Akquise? Ja, also ich, das ist so eine komplette Kunst für sich. Genau, Akquise, Kaltakquise, entweder, dass ich E-Mails schreibe, mir Studios raussuche, entweder direkt in Hamburg, da ist es immer ganz schön, dann kann man da so direkt vorbei. Aber ich habe das jetzt auch so komplett erweitert, von erst deutschlandweit, mittlerweile suche ich international, gucke halt was, wo könnte ich reinpassen oder wo habe ich das Gefühl, dass ich vielleicht meinen Service da anbieten kann. Hast du so einen Traumkunde, für den du... Eigentlich bin ich immer schon glücklich, wenn die Kommunikation stimmt und man sich auf menschlicher Ebene versteht und ich möglichst viele Freiheiten habe. Genau. Aber ich kriege tatsächlich auch viele Anfragen über Behance. Also meistens startet bei mir eine E-Mail mit, hey, wir haben dich auf Behance gefunden. Mhm. Genau, also ich glaube, das ist eine ganz gute Plattform, um sich da zu präsentieren, weil ich denke, da gucken auch viele Agenturen oder andere Studios, die vielleicht Freelancer suchen. Und Nanne guckt noch im Bett. Guckt noch im Bett? Ja. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ansonsten darf ich einen Tipp geben für einen anderen YouTube-Channel. Zum Thema Business oder auch Akquise ist der Channel The Future ziemlich The gut. The Future. Genau, das ist wie heißt der, Chris Doe von dem Blind Studio aus San Francisco. Oh. Vielleicht kennst du die, ich weiß nicht. Die machen, glaube ich, so Branding-Sachen und die haben einen super guten Channel, wo sie halt für Freelancer oder Neustarter kleine Businesses erklären, wie man halt von Akquise über auch Social Media, über Präsenz, über Portfolios. Also da mal vorbeigucken an für alle diejenigen, die irgendwie Hilfe brauchen auf dem Gebiet. Ja, das war so verschieden, als ich angefangen habe als Grafiker. Da war dieses ganze Support-System nicht da.
das heutzutage existiert. Du hast wahrscheinlich so oft Kontakte, nie so auf Real-Life-Kontakte. Da musste man, ja. Und ich war ja in Florenz, das war ziemlich provinziell und klein und schwierig. Und jetzt habe ich unzählbare, Beispiele von Leuten, die über Behance Arbeit gefunden haben, mhm, auf der anderen Seite der Welt. Ja. Wie zum Beispiel dieser einer aus Ägypten, der macht super coole Illustrationen und der hat durch Behance einen Anruf von einer Firma bekommen, die haben den für den Cover von Pink Floyd beantragt. Wow. Und das wäre doch nie möglich gewesen, vor diesen, vor Behance, vor den ganzen, dem ganzen Sharing. The Future. Ja, kann ich auch. Christo. Und Daniel sagt, The Future und Chris Doe haben mir definitiv geholfen, meinen Fokus zu finden. Ja. Sowas kann man sich zum Beispiel auch super anhören, nebenbei und nebenbei zeichnen. Und Alex meint, Upwork soll noch sehr gut sein, um an Aufträge zu kommen. Upwork? Okay. Kenn ich nicht. Vielleicht mal zu checken. Amira fragt dich, kennst du Mila Marquis? Das ist auch eine Illustratorin aus Hamburg und macht Postkarten etc. Nee, ja, aber dann checke ich das mal aus. Dann. Hm. Ja, und das Wichtige ist nicht in diese Falle reinzufallen für das Free Work und wie heißt das? Pro Bono? Nicht Pro Bono. Nein, Pro Bono ist gut, weil das entscheidest du ja. Yeah. Das macht man für Pro Bono. Aber diese Sachen eben, mach doch diese Illu und dann wirst du mit. Ach so, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja. Ja, oder so Anfragen. Ich bezahle dich in Stiften. Ja, oder genau. Ja. Du kriegst eine Flasche Wein. Und Romina sagt gerade dem Ramon und Nana, ich schwänze gerade Uni für Jo. Hey, noch eine halbe Stunde. Ja. Es ging wieder schnell vorbei heute. Ich hoffe eigentlich, ich schaffe das noch, weil ich ja morgen dann Bild 2 anfangen will. Aber ansonsten, wenn ich es nicht schaffe, dann mache ich das einfach offscreen fertig und zeige dann, wie es. For Exposure, das ist, was ich suchte. For Exposure. Ja, Work for Exposure muss man nicht. Ja. Ein bisschen Druck. Und Anzi Art fragt, fügst du auch noch Licht und Schatten bei deinem Bild ein, Johanna? Nein. Nein. Ich lasse das so. Genau, Tim. Minimalistisch. Das ist doch auch Werbung für dich. Was ist Werbung für mich? Wenn du mir diese Illu gratis gibst. Ach so, ja. Klar, ich habe davon auf jeden Fall einen Vorteil. Ja. Johanna ist gratis hier auf Adobe Live. Ja, wusstest du das? Ja. Ah, das wusstest du nicht, ja? Wir haben das noch gar nicht gesprochen, ja. Das kannst du dann in dein Portfolio tun. Ja, das habe ich auch gehört. Ah ja. Wie viele Mal? Ja,
Oder du kriegst eine gute, also wie sagt man, eine Bewertung. Oder so eine, Ja, auf Twitter gibt es einen Twitter-Handle, das heißt For Exposure. Und da tun sie alle E-Mails oder Dinge rein, wo die Leute sagen, ja, du wirst sehen, gratis und dies. Und das. Alter, Jürgen hat einen Link zu einem tollen Video von Ralf Rute zum Thema Exposure. Gucke ich mir nachher an. Kopiere ich mir schnell. Meint, apropos, Ralf könnte die auch mal einladen. Ich guck mir den Ralf nachher an. What is exposure? Amira, das ist, also um dir ein Beispiel zu machen, ist, okay, ich würde dir sagen, Amira, machst du mir bitte diese Grafik? Ich kann dich leider nicht zahlen, aber ich zeige sie bestimmt auf Adobe Live. Und da kriegst du sehr viel Exposure. Ja. Das ist for exposure. Ja. Hab gerade mal For Exposure bei Twitter gecheckt. Mann, mein Blutdruck. Ja, Romina heißt. Direkt immer mehr Detail. Diana, gibt es empfehlenswerte Alternativen zum iPad? Es gibt allerlei Tablets. Um jetzt direkt irgendwie und ihr werdet sehen, die Chantal arbeitet um 2 Uhr mit diesem mit dem Cintiq. Das ist auch eine Weise, weil es wahrscheinlich teuer, ich weiß nicht, wie viel der Cintiq heutzutage kostet. Es kommt alles darauf an, wie viel ihr zeichnet, wie viel Zeit ihr euch spart, eben direkt auf einem Bild zu zeichnen. Dann wäre es halt eine, wie sagt man, Investment. Ich glaube immer, sowas muss man vorher ausprobieren. Also wenn man sagt, ich habe meinen Lieblingsbleistift oder ich habe mein Lieblingswerkzeug, genauso ist das ja auch ein Werkzeug und das muss man am besten einfach mal alles ausprobieren, was man so in die Hände kriegt.
Ah, Jacqueline meint, oh, Applejuice, fehlt nur noch die angebissene Seite. Ja, Surface ist auch gut. Die Surface werden immer besser. Und das Coole mit dem Surface halt ist, dass das ganze Operating System drauf ist. Also man Photoshop kann man direkt auf dem Surface benutzen zum Beispiel. Und nicht so geklont wie in diesem Moment. Ja, und Cintiq gibt es neu für 16 Zoll, gibt es für 599 € mit Stift. Ja, und da kommt es eben drauf an. Cintiq ist nur Cintiq. Da braucht man auch den Rechner. Und die, ja, auf dem iPad kann die Johanna auch im Zug zeichnen. Genau. Ohne irgendwie, ja. Und jetzt kommt ja auch bald Photoshop auf, ne, fürs iPad. Mhm. Oder? Weißt du das schon genau aus irgendwie? Nein, 2019. Photoshop für iPad. Ja, das wurde auf Adobe Max im Oktober, November vorgezeigt. Da passieren coole Sachen. Ja, Photoshop fürs iPad. Könnt ihr angucken, die Keynotes. Ist schon spannend, was da alles passiert. Und das wird nicht eine Version von Photoshop fürs iPad. Das wird wirklich Photoshop fürs iPad. Photoshop fürs iPad. Wow. Dann macht das iPad auch noch mehr Sinn. Zum Aufzeichnen. Oh, Photoshop auf dem Surface und dem Wacom Companion 2 ist grausam zu arbeiten. Warum? Gibt es da irgendwie ein Lag oder ist es... Vielleicht muss man da mit Photoshop optimieren. Wie zum Beispiel die Glättung wegnehmen. Hallo, Julia. Von julilu.de. Wahrscheinlich Julia Illustration. Macht der Tim auch wieder einen Livestream? Wer weiß, wer weiß. Ich habe momentan einen Schlüssel zum Keller verloren. Aber den finde ich bestimmt wieder. So will Tim rausholen. Tim hat lange das Licht nicht mehr gesehen. Ja, und Julia meint auch, bei dir beim Kolorieren zuzuschauen, wirkt sehr so meditativ. Ja, das ist der Teil von Adobe Live, das meditativ ist. Genau. Kleiner Ruhepol im Alltag. Hm.
Chuquilicious, ja, daran arbeiten wir auch. Wir haben schon zwei Apps. Eins heißt Adobe Illustrator Draw und das ist für Vektordateien. Und Photoshop Sketch, das ist für Pixelzeichnungen. Und wir arbeiten auf einem neuen Programm, das heißt Project Gemini im Moment. Und das wird beides machen können. Also das Illustrationenprogramm auf dem Tablet. Aber wie funktioniert das dann? Kann man dann da immer umswitchen zwischen Vektor und Pixelbasiert? Nein, das wird dann auf, das kommt dann auf verschiedene Ebenen. Also so wie du in Photoshop verschiedene Ebenen übereinander oder? Ja, eben. Ja, also wenn du plastik mit einem, einem Vektorpinsel arbeitest, dann wird automatisch eine neue Vektorebene. Okay. Und dann, wenn du weitermachst mit einem Pixelpinsel, dann geht das auf eine Pixelebene. Das heißt, man könnte jetzt, also ist es dann auch möglich, dass man erstmal pixelbasiert zeichnet dann sagt, okay, jetzt wandeln wir das in Vektoren und. Ja, dann müsstest du drüber zeichnen. Ja. Ah, okay, verstehe. Philipp und Greta in the house. Hey, ich habe noch gar nicht geguckt. So voll in den Philipp und Greta von Kurz gesagt sind hier. Die sind mit uns in ungefähr 20 Minuten zusammen mit dem Chan. Es wird super spannend. Da kommen die Illustrationen von Philipp ins Leben, werden animiert. Und Greta macht das. Kommen ins Leben. Das klingt wie so eine TV-Show. Ah ja? Die Animation, wir kommen. Project Gemini und Photoshop fürs iPad kommen dieses Jahr. Das Jahr ist leider noch lang. Aber ja, dieses Jahr. Wer weiß. Was ist Project Kazoo? Ist das irgendein. War das von einem Sneaks von Max? Also Achtung, die Sneaks, die Sneaks, das sagen wir auch immer, die werden nicht unbedingt Programme. Das ist einfach. Technology, juhu, und da kann man coole Sachen machen, aber ob das dann in irgendein Programm kommt oder nicht, das ist eine andere Frage. Also viele Sachen sind von den Sneaks dann in Photoshop oder Illustrator reingekommen, aber das bedeutet lange nicht, dass alle Sneaks in unsere Programme reinkommen. Ja, vom Gesang zum Instrument. Okay, habe ich. Okay, ja. Ja, ich weiß nicht. Ich würde nicht wissen, in welches Programm das reingeht. Vielleicht sowas wie Premiere oder After Effects. Hast du eine Sneak gesehen, Greta? Nein? Da kann man einfach singen und dann sagst du, okay, das möchte ich jetzt im Violin hören. Ja. Justus, ja, vielen, vielen Dank für deinen wunderbaren Kalender. Justus macht super Fotos. Der Kalender für 2019 von Justus ist auf dem Bauhaus fotografiert. Sehr, sehr coole Fotos. Und danke für den Keks. Der ist jetzt fertig.
Ja, Anzi, vielleicht Audition, ja. Johanna, welche Pinselspitze verwendest du gerade? Immer noch die Pencil-Variante? Ja, genau. Ich habe jetzt hier noch die. Warte, lass mich das öffnen. Genau, die Pencil-Variante. Genau, wie ich schon gesagt habe, ich mache da eigentlich alles irgendwie damit jetzt gerade. Aber ist nicht immer so. Also ich bin da jetzt gar nicht so eingeschränkt, dass ich sage, ich nehme jetzt immer nur diesen Pinsel, sondern ich gucke halt irgendwie auch von Illustration zu Illustration, von was da irgendwie so gerade am besten irgendwie passt. Und jetzt habe ich hier super viele unbenannte Ebenen, gell? Gestern habe ich noch ich benenne das immer und jetzt geht es nämlich los. Jetzt sieht man. Siehst du? Ja. Oh, oh. Benennst du deine Ebenen, Greta? Ah ja, das haben wir gestern gesagt. Ja. Super. Ich werd schon nachlässig. Ja, wir haben gesehen, die Chantal benennt ihre nicht. Anarchie. Ja. Wie wir gestern gesagt haben, life is too short to name your layers. Aber es ist eigentlich auch zu kurz, um ewig danach zu suchen, oder? Ja, das hat einer am Chat auch gesagt. Und Werkwerk meint, wenn ich dir zuschaue, bekomme ich richtig Lust, wieder mehr zu zeichnen. Ja, der Flo muss unbedingt mehr zeichnen. Und Ramon meint, Johanna, der Ball fehlt noch. Ach, jetzt wird hier schon langsam so Pressure aufgebaut. Wir haben ja noch einen ganzen Tag morgen, also noch ganze 2 Stunden mit Johanna morgen von 10 bis 12. Also es geht noch bestimmt weiter. Ich mache jetzt noch den Ball. Mhm. Das schaffe ich. Das ist so ein kleines Ziel. Das. Ja, Kinga, das ist ein iPad, das mit dem MacBook Pro zusammengeknüpft ist. Und wir benutzen gerade AstroPad Studio, um direkt in Photoshop auf dem iPad zu zeichnen. Ja, viele könnten denken, Photoshop auf dem iPad, wie ist das möglich? Mhm. Nein, mit AstroPad kommt das rüber. Julia Tiger sagt ganz zen, wenn man die Ebenen benennt, lebt man länger. Jede benannte Ebene eine Minute länger. Ja, okay. Ja. Meli Janine, welche Version vom iPad braucht man? Man braucht eine Version, die mit dem Apple Pencil funktioniert. Also das ist ein 2016 iPad Pro, aber die neuen iPads mit den neuen Apple Pencils, die gehen natürlich auch. Aber was wichtig ist, um mit AstroPad zu arbeiten, ist, dass es mit dem Pencil da ist. Sonst lohnt es sich nicht. Ja. Und Anzi fragt dich, Johanna, würdest du bei AstroPad die monatliche Variante empfehlen oder die, wo man, die wofür man nur einmal zahlt? Also die Einmalzahl. Ist ja ein Jahresding. Nein, die einmal gezahlte ist $30 und dann ist es für diese Version halt. Ich glaube, es ist nicht für ein Jahr. Also ich konnte jetzt hier wählen zwischen Monat 13 € oder ein Jahr 80 €. Ja, genau, aber das ist für Studio. AstroPad Studio. Und das Coole mit AstroPad, also wenn man das Programm kauft für 30, dann ist es halt das Programm und das hat auch ein paar weniger Sachen als AstroPad Studio. Und das Coole mit AstroPad Studio ist, dass es eben mit diesem monatlichen Ding, kommen immer die Updates und wenn was nicht mehr funktioniert oder besser funktionieren könnte, kommt das dann automatisch rein. Okay, ich verstehe. Ich glaube, wahrscheinlich muss man dann vielleicht erstmal zum Ausprobieren, würde ich jetzt so ein Monatsding machen. Die erste Woche ist ja sogar auch komplett frei. Und
Und Tim meint, ja, man braucht nicht unbedingt einen Apple Pencil. Das stimmt, aber man braucht einen Pencil, der eben drucksensitiv ist auf dem iPad. Sonst, ja. Und da gibt es auch mehrere Lösungen. Es gibt nicht nur den Apple Pencil. Aber den Apple Pencil habe ich einfach so gern. Ich auch. Ist einfach ein Pencil. Natürlich, Franz, das kannst du alles nachsehen. Die Replays sind, ja, sobald wir hier mit Johanna fertig sind, ist es ein Replay dann auch auf adobelive.com und natürlich auf dem Adobe Deutschland YouTube-Kanal in meiner Playlist. Okay, Tim Möbers sagt, für die einmalige Zahlung bekommt man für ein Jahr Updates. Aber es ist schon ein anderes Programm. Es ist ein kleineres Programm als das AstroPad Studio. Und das ist dein Fantasie-Basketball. Nee, guck mal, der sieht doch, also, das kann man doch irgendwie erkennen, oder? Oder meinst du nicht? Nein, nein. Du willst mich nur ärgern. Nur am Rumrufen, ja. Tag 2 und ich werde schon geärgert. Was wird morgen passieren? Gibt's rückgängig. So, Ball 1, fertig. Schaffe ich noch? Ja. Du hast noch, ja, ungefähr 5 Minuten. Okay. Genau, so. Joachim. Nein, niemand ärgert dich. Wir lieben dich alle. Ob ich mit so viel Harmonie und Liebe, ob ich das überhaupt umgehen kann? Fühlst du das? Die Anzi meint, erinnert eher an einen Tennisball, wenn der gelb wäre. Wer denn? Was denn jetzt? Mein Basketball? Oh Mann! Oh Gott. Endsport, ja. Man merkt, ich mache, also ich bin wirklich im Ballsportart, bin ich total informiert. Aha. Da wäre es eben wichtig, so Referenzmaterialien zu haben. Wie gesagt, in 10 Minuten geht es weiter mit Philipp Leibacher und Greta Sennekamp von Kurz gesagt, dort mit dem Chan zusammen. Und dann um 2 Uhr ist die Chantal wieder mit uns, die Chantal Hoheis, und arbeitet auf ihrer Illustration. Und um 16 Uhr Gürel Şahin mit seiner sehr, sehr schönen Fotografie. Also das Programm geht noch weiter, das ist Tag 2 hier auf Adobe Live auf Deutsch für den Januar, und ja, und dann morgen geht's weiter mit Johanna wieder um 10. Genau. Freust du dich schon auf den letzten Tag? Ja. Bist du froh, dass es der letzte Tag ist, oder? Könnte ich das mein Leben lang weitermachen? Ja. Nein, ich bin tatsächlich froh, dass ich jetzt heute so weit gekommen bin, weil dann können wir nämlich morgen mit dem zweiten Bild anfangen. Ja. Nur so wie ich das gesagt hatte, da noch so ein paar Props und Gegenstände zu den beiden. Ich glaube, das macht dann auch nochmal Spaß.
Genau. Und jetzt mache ich aber hier diese beiden Tennisbälle. Achtung, das wären jetzt Tennisbälle, so wie ich mir die vorstelle. Und Robert sagt, ich sage schon mal, schöne Session. Freue mich auf morgen. Danke. Auch Joachim, vielen Dank und viele Grüße. Bis morgen dann. Julilu, bis morgen. Julia. Bis morgen. Auch Julia Zieger sagt, vielen Dank für den tollen Stream. Heute Johanna, ich freue mich schon auf morgen. Romina, Johanna, Sportpilo, High Five. Kennst du Romina? Ja. Ist das so ein like, Inside-Joke? Das wird jetzt einer zwischen uns. Okay. Auch Christine ist gespannt auf morgen. Sieht toll aus. Okay, ich glaube, ich mache mal hier oben aus. In etwa so. Yay! Yay! Ich habe es jetzt geschafft. Okay, so in etwa. Kann man auch erkennen, Basketball, oder? Ja. Zwei Tennisbälle ja, und ein Schläger. Also, ja. Oder? Total. Okay. Und also morgen hast du vor, eben so ein paar Charaktervarianten zu machen? Nee, ich werde zu den beiden, was ich mir vorstelle, zum Beispiel, was könnten die im Rucksack haben? Ah, was haben sie? Okay. Was haben sie so an kleinen Sachen irgendwie so im Spind? Was ist da so, so Dinge, die sie so mit sich tragen? Mhm. Genau. Und dass man so ein bisschen so ein Gefühl kriegt, ja. Was sind die beiden, womit ja. beschäftigen. Und wenn ihr ein Beispiel wollt, könnt ihr auf ihre Webseite gehen und da sind so auch Beispiele von Illustrationen und dann weitere Illustrationen eben, die mehr in die Geschichte reingehen. Ja. Sehr cool. Ich freue mich schon. Ich nehme mich noch mehr. Okay. Also immer zweimal mehr. Immer zweimal mehr. Auch ja. Romina sagt, wuhu, schöne Session, freue mich auf morgen. Sehr schön geworden. Julia, Marien, super Bild. Thomas Batscher sieht sehr schön aus. Super geworden. Danke, Johanna. Und bis morgen von Sabine. Was man doch in 4 Stunden schaffen kann. Ja, Anziehart, ja. Das sind 4 Stunden. Ah, ich würde sagen, weniger als 4 Stunden, weil du hast auch sehr viele Fragen beantwortet. Ja. Und naja, aber super. Sehr gut. Ich freue mich auf morgen auch. Und wie gesagt, in 5 Minuten geht's weiter mit Kurz gesagt mit Philipp und Greta und dem lieben Chan. Und ja, da wird die Illustration fertig gemacht und animiert. Anfang animiert. Okay. Also, gleich geht's weiter mit Kurz gesagt und wir sehen uns um 2 Uhr mit der Chantal. Tschüss. Ciao.